Lange Haftstrafen für drei Männer nach der Tötung eines 15-jährigen syrischen Flüchtlings. Das Landgericht Bremen verurteilte zwei 37 und 26 Jahre alte Türken zu jeweils 12 Jahren Haft wegen Totschlags. Ein zur Tatzeit 16-jähriger Deutsch-Armenier erhielt eine Jugendstrafe von 6 Jahren. Die beiden Brüder und ihr Neffe hatten ihr Opfer in Bremen in der Silvesternacht 2016-2017 so brutal geschlagen und getreten, dass der 15-Jährige wenige Tage später in einer Klinik starb. Das Trio soll den jungen Syrer im Hinterzimmer eines türkischen Cafés abwechselnd zunächst mit Fäusten geschlagen und dann immer wieder auf ihn eingetreten haben. Zuvor soll es einen Streit gegeben haben. Auch mit einer Notoperation, unter anderem wegen zweifachen Schädelbruchs, hatte der Jugendliche im Krankenhaus danach nicht gerettet werden können.